Larry, wie stellst du dir denn den Abend deines perfekten Tages vor? Irgendwann fragt meine Frau, was ich zu Abend essen möchte. Weil das Hausmädchen ja immer noch frei hat. Genau. Und du nicht kochen kannst. Du kennst mich so gut. Was ist denn dein Lieblingsessen? Würstchengulasch mit Haselnusscreme und Ketchup. Okay. Dann haben wir ein ganz romantisches Abendessen. Und danach? Ich kann es mir denken. Sex. Und wie immer hatte ich recht. Meine wunderschöne Frau wartet schon in Reizwäsche auf mich. Was dann passiert? Du weißt schon, das wäre dann mein perfekter Tag. Und weißt du was? Von mir aus könnte jeder Tag so sein. Kann mir vorstellen, dass dir das gefallen würde. Audienz bei der Königin. Ah ja, klettern. Zum Vulkan. Auf zum Atem. Auf zum Vulkan. Es müsste noch eine weitere Kugel da sein. Dora lässt auch Grüße ausrichten und hat mir das hier für dich mitgegeben. Meine Kletterausrüstung, sehr gut. Dann kann ich mich endlich weiter auf die Suche nach dem Tatzelgecko machen. Hoffentlich schaffe ich es diesmal, ohne dass dabei alles schief geht. Nora, ist da drüben der Tatzelgecko? Nein, das ist ein komischer Typ, der hier oben am Vulkan lebt. Ach so. Der ist gerade aus dieser komischen Tür gekommen, als ich hochgeklettert bin. Was macht ihr auf meinem Vulkan? Geht weg! Hallo, Treecool. Halt keinen Schritt weiter! Wer bist du? Was willst du? Ich bin Larry. Larry Leffer. Ich habe diesen Vulkan gekauft. Was? Unmöglich! Das ist mein Vulkan! Den bekommt niemand sonst! Ganz ruhig. Ich bin ruhig! Kannst du mal ein Stück zur Seite treten? Niemand sagt mir, wo ich auf meinem Vulkan zu stehen habe! Man weiß nie, wo ein Klavier einem auflauert. Ein Klavier? Wo? Schon gut. Keins hier. Langweilst du dich nicht hier oben? Niemals! Ich lasse meinen Blick über die Welt schweifen und schmiede Pläne, was ich tun werde, wenn ich sie erobert habe. Hier oben gibt es aber keine Bar, kein Kino, keine Musik. Musik! Klavier! Kein Klavier! Böse, böse! Tut mir leid, ich wollte dir keine Angst machen. Nono hat keine Angst! Aber ich habe doch ein Klavierstück schon aufgenommen. Warum wohnst du hier oben? Hier habe ich mein geheimes Hauptquartier, von dem aus ich alles kontrollieren kann. Diese Insel und bald die ganze Welt. Tabletten werden nicht hierher geliefert, oder? Was für Tabletten? Beruhigungstabletten. Ich bin ruhig! Wer bist du denn? Nono. Was? Nein? So heiße ich. Nono. Doktor Nono. Du bist Arzt? Ich bin ein Genie. Aber ich kann auch Arzt sein und dich operieren. Ich hole mein Messer. Deine Schilddrüse kommt mir gerade recht. Meine spinnt rum. Nein, danke. Alles bestens bei mir drin. Die ganze Welt wird vor mir erzittern. Ja, schon gut. Lass dich nicht stören. Ich guck mich nur um. Ja, geh weg. Hey, geh weg. Hallo? Niemand antwortet. Ma, ich hasse Zelturlaub.
Der lässt sich so nicht öffnen. Fest verschlossen. Sie sieht aus, als könnte sie sich am kleinen Finger irgendwo hochziehen. Sie sieht aus. Also irgendwo muss ja die andere Seite vom Rohr sein. Die Rohr. Klingt gut. Ich glaube, er ist weggerannt. Hoffentlich nicht in die Lava. Das fällt dir jetzt erst ein? Das Klavierspiel hat diesen komischen Typen vertrieben. Ich frage mich, was mit dem los ist. Sie sieht aus... ist der Schlüsselstein, den Tada. Ich gesucht habe. Jetzt geht aber alles schnell. Hallo, bist du hier? Ja. Wie ist der Status? Ich habe die Gruppe versammelt. Wir warten auf Anweisungen. Gut. Ich muss noch einige Dinge vorbereiten und meine Spuren verwischen. Ich habe auch El Kommandante eine Nachricht zukommen lassen. Er wird bald eintreffen. Dann können wir planen, wie wir Prune vernichten. Sehr gut. Es wird Zeit für... La Revolution! Als haben wir doch alle. Hier. Jetzt muss ich nur Fate überreden, beziehungsweise ich muss den Geist noch aufhalten. Hey, du! Ach je. Ich hab mich mit Wendy getroffen. Und? Das war richtig toll. Ich weiß jetzt endlich, wer ich bin und was ich mit mir anzufangen habe. Wenn du mir nicht geholfen hättest, Larry, ich bin dir so dankbar. Wenn es um Männlichkeit geht, verstehe ich halt mein Geschäft. Und? Wie geht es jetzt mit euch beiden weiter? Wir treffen uns nachher wieder und machen weiter. Das ist die richtige Einstellung. Was kannst du mir über die Schwester Oberin erzählen? Die Schwester Oberin? Du solltest besser nicht über sie reden. Sie ist immer in der Nähe und beobachtet uns. Wenn wir irgendwas tun, was ihr nicht genehm ist... Warum tut ihr... Wenn das auf mich... Ich bin ihr nett. Ach was? Sie nennt mich jedenfalls so und meint... Was weißt du über den... Oh, den... Das kennen wir alle schon... Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Nein! Nein! Weil es ja auch nicht automatisch speichert. Du kommst so in die Menüs nicht mehr rein, ey. Jetzt habe ich den Dialogtext kaputt gemacht. Ah, ich glaube, ich mache dann hier den Break. So, Glück gehabt. Das Autosave wird hier angezeigt. Ah, ich muss von Autos irgendwie... Moment, nein. Doch. Komme ich hinter die Hütte? Nein. Hey, du! Ach je. Ich hab mit... Und? Das, ich weiß, wenn du... Wenn es um Männlichkeit... Und? Wie geht es... Wir treffen... Das ist die Richt... Gefällt es dir in die... Naja, ich darf nicht... Warum das denn? Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl... Dabei bin... Und... Du bist... Was? Natürlich, das... Ich weiß, dass... Das kennen wir alles schon.
Ich muss weg. Autsch, sag mal, was soll das denn? Ich hätte gedacht, dass das so einfach ist. Guck, das ist eine Zeckenzange. Oh, danke. Die sind echt schlimm hier. Wenn die sich vollsaugen, sind die so groß wie meine Faust. Jetzt juckt es mich überall. Etwas vom Körper eines Nachfahren. Fertig. Jetzt müsste ich alles haben. Jetzt müsste... Und jetzt muss ich es in die Nähe vom Grab bringen. Hey, du! Oh nein! Danke, dass du das mit Otis für mich arrangiert hast. Kein Problem. Verkuppeln ist eine meiner Spezialitäten. Und? Wie war's denn so? Oh, es war unglaublich. Dein Teil war ja so klein und schrumpelig. Das von Otis hingegen war gigantisch. Also nach kurzer Zeit. Und ganz fest und wohlriechend. Ganz im Gegensatz zu deinem. Der war ja ganz schlapp und hing da nur so rum. Und außerdem... Ich hab schon verstanden. Naja, auf jeden Fall wollte ich Danke sagen. Und als kleine Gegenleistung lasse ich dich laufen. Aber erzähl das bloß keinem weiter. Ach ja, und versuch kein Blödsinn anzustellen. Meine Schwestern mögen dich immer noch nicht. Ich werde mich bemühen. Allerdings könntest du ihre Gunst gewinnen, wenn es dir gelingt, den Geist der Schwester Oberin zu vertreiben. Hey, du bist ja wirklich hier gelandet. Ja, danke für deinen Tipp. Das ist wirklich genau der richtige Ort hier. Kennst du die Königin? Die weiß, wovon sie redet. Oh ja. Sie hat mich nicht mal nur als Praktikantin angestellt, sondern gleich als Junior Nutrition Manager. Was macht man da? Aufschnitt. Die beiden Sachen funktionieren. Ordentliche Nippel. Ach, verdammt. Was ist denn das schon wieder für eine Scheiße? Was? Sehe ich vielleicht aus, als hätte ich Lust darauf, mich beschwören zu lassen? Glaubst du vielleicht, du hättest jetzt 3 Wünsche frei oder sowas? Nein, natürlich nicht. Ich bin Larry. Larry Leffer. Ich bin Schwester Frigid. Schwester Oberin Frigid. Damit das klar ist. Was willst du überhaupt? Wieso bist du ein Geist? Na, warum wohl? Weil ich tot bin! Schon klar, aber wie bist du gestorben? Flugzeugabsturz. Oh, das erklärt, warum das Kannibalinnendorf aus Flugzeugteilen besteht. Hast du gedacht, die hätten die Teile extra hergeschafft? Natürlich nicht. Ich war die Oberin unseres Ordens, die sich um die vielen jungen Schäfchen unseres Mädchenordens kümmerte. Unser Flugzeug kam in einen Sturm und stürzte ab. Ist eigentlich irgendjemand auf diese Insel gekommen, ohne in einen Sturm geraten zu sein? Zum Glück haben meine Schäfchen alle überlebt. Sogar mein Neffe Otis. Nur ich nicht. Tut mir leid. So ist das Leben. Warum spukst du hier rum? Du machst den Kannibalinnen Angst. Das ist auch richtig so. Diese ungezogenen Mädchen vergessen immer wieder das Wort des Herrn. Sie versündigen sich, wenn ich nicht aufpasse. Sicher, sie bemühen sich. Und einige Sachen verstehen sie ein wenig falsch. Ihr heiliges Buch ist etwas... Nun ja, ich möchte nicht darüber reden. Hör auf, ihnen so eine Angst zu machen. Nein. Es ist meine heilige Pflicht, meine Schäfchen auf den rechten Pfad zu führen. Wie ist das Leben nach dem Tod denn so? Ich habe es mir anders vorgestellt. Schon als junge Frau bin ich in den Orden zur Jungfrau von St. Blasius eingetreten. Mein ganzes Leben habe ich mich für unseren Herrn und Erlöser aufgespart. Ich wusste, im Himmel werde ich mit ihm vereint sein. Du meinst, er nimmt dich dann so richtig durch? Das habe ich nicht gesagt. Zwischen den Zeilen war das schon ziemlich deutlich. Wunschdenken, Larry. Oh. Du hast ja einen kleinen Geist in deiner Hose dabei. Eher ein kleiner, ziemlich unangenehmer Poltergeist. Jedenfalls funktioniert das im Jenseits nicht so, wie ich dachte. Keine Sorge, ich weiß, wie es ist, wenn man sich Sex erhofft und keinen bekommt. Und als Geist muss das ja besonders schwierig sein. Aber hey, falls du es mal ausprobieren willst, ich bin für alles zu haben. Es steht geschrieben, und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut... Der bleibt in Ewigkeit. Ich bleibe ja schon in Ewigkeit. Du hast nichts zu verlieren, könnte man sagen. Das stimmt.
Vielleicht können wir... Die Lust des Geistes und die Lust des Fleisches scheinen nicht zueinander zu passen. Zu dumm, dass ich als Geist keinen Körper für mich einnehmen kann. Also, nicht, dass ich das schon mal versucht hätte. Vielleicht kann ich dir ja mit der, Geisteslust helfen. Wie soll das gehen? Ich muss doch einfach nur einen Weg finden, selbst zum Geist zu werden. Einfach nur? Du weißt, was das bedeutet. Vielleicht finde ich ja einen nicht tödlichen Weg. Wenn es mir gelingt, lässt du deine Schäfchen dann in Ruhe so leben, wie sie wollen? Ja, ich weiß Warum schon. Warum nicht? Ich habe ja nichts zu verlieren. Nicht weggehen! Ich hab doch diesen dämlichen Anzug. Ja, mit diesem komischen... Ob ich auch leuchte, wenn ich... Das würde ihr bestimmen. Was sagt denn das Schreiben? Körperlich und geistig zu befriedigen. Außerkörperliche... Oder ist es sogar ganz einfach gehalten? Und ich muss mich einfach von Otis so lange würgen lassen, bis ich eine außerkörperliche Erfahrung habe. Was kannst du mir über die Schwester... Die Schwester, du solltest... Sie ist, wenn wir irgendwas... Warum tut ihr nichts? Wenn das so leicht wäre. Auf mich hat sie es besonders abgesehen. Ich bin ihr ne... Ach was? Sie nennt mich ihn... Was weiß... Oh, der guckt immer so komisch. Und ja, und da ist auch der... Aber das... Ich hab sofort auf... Er meinte, hoffentlich... Außerkörperliche Erfahrung, bla bla bla. Ich muss... Eher nicht. Kann ich nicht irgendwie einfach die Pilze essen? Freiwillig gehe ich da... Den Voodoo-Beutel habe ich genommen, um den Voodoo-Zauber zu machen. Da gehe ich doch nicht... Das war mal eine Eistruhe, aber heute, ein Foto. Gute Idee. Über dem Voodoo-Beutel ist eine Plakette mit der Anleitung gewesen. Schwester. Geister Larry ist in Arbeit. Kann nicht mehr lange dauern. Ich habe mich so lange aufgespart. Da kommt es auf ein paar Minuten auch nicht mehr an. Huhu. Deine Schäfchen haben jetzt eine neue Chefin. Ha. Was bildet die sich ein? Taucht hier auf und erwartet, dass alle auf sie hören. Leider hat sie überhaupt keine Angst vor mir. Die Farbe ist gut eingetrocknet. Ich würde ihn ja gerne selbst anziehen. Die beiden Sachen... Das lässt sich... Das hilft mir nicht. Ob ich auch leuchte, wenn ich... Normalerweise sind das die Pilze aus der Broschüre, die einen den Puls so niedrig machen. Eine Info, hier stehen ein paar viele hübsche Bilder, die... Irgendwo im Archipel wächst ein seltener Pilz mit einer starken Biolumineszenz, der die Herzfrequenz stark absenkt, wenn man ihn isst. Die Orchideen hier... Ich will gar nicht... Das ist keine gute... Deshalb, wie soll... Das ist die einzige Sache, wo ich denke, da kann ich irgendwie zum Geist werden. Gute Idee. Die beiden Sachen funktionieren nicht. Das lässt sich nicht. Das hilft mir nicht. Gute Idee, aber so nicht.
Das ist die Gefriertruhe im Gef... Oh Mann, ey. Das ist gut. Das ist alles so gut, wie es ist. Das hilft mir. Da gehe ich doch nicht. Ich habe... Oh, ich hab... Höhle. Sicher. Wir haben die Höhle schon gefunden. Brauchst du noch irgendwas? Oh, aber ich... Und mit der Planung. Welche Spieler wussten sie schon, dass man ganz außergewöhnliche sexuelle... Ach so, da. Du hast doch was von einer außerkörperlichen Erfahrung erzählt. Wie funktioniert das? Oh, das ist ganz einfach. Man benötigt dafür nur ein Erfahrungsgerät. Ein was? Eine hochmoderne Anlage, mit der zwischenzeitlich der Geist den Körper verlassen kann, um dann allerlei Schandtaten zu erledigen. Okay, kann ich hier sowas auftreiben? Ich glaube, im Archipel gibt es so etwas nicht. Aber ich habe eine detaillierte Beschreibung bei mir. Ich habe hier eine Anleitung erstellt, mit der man so eine Erfahrungsmaschine bauen kann, mein Herr. Wofür soll der denn gut sein? Ein Gerät für geradezu jenseitige Erfahrungen. Sie verstehen schon, mein Herr. Für den außergewöhnlichen Geschmack. Ich kann nicht ganz folgen. Damit sind Begegnungen des Geistes möglich. Oder sollte ich sagen... Als Geist. Sie lassen ihren Körper hinter sich und finden spirituelle Genüsse. Das klingt nicht uninteressant. Allerdings benötigen sie während ihrer Reise jemanden, der auf ihren verlassenen Körper aufpasst. Dafür kann ich mich gern anbieten. Ich behalte gern Körper im Auge. Naja, klingt ausreichend. Aus dem Käfig heraus bin ich natürlich zu nichts Nutze. Die Käfigtür ist nicht abgeschlossen, aber sie ist an einen Alarm gekoppelt. Vielleicht haben sie ja so viel Geschick, mich aus meinem Ungemach zu befreien. Und dann assistiere ich allzu gern bei ihrer Lustreise. Ich tue es nicht gern, aber ich scanne dir die Anleitung in deine Bauplan-App, Larry. Da war ein Stern am Alarm gekoppelt. Ich muss dringend weg. Ach! Boah, der Alarm ist losgegangen. Hey, was ist hier los? Wie bist du denn rausgekommen? Los, zurück in deine Zelle, du Wurm! Ach, immer dieselben Probleme. Und jetzt bleibst du gefälligst hier drin und verhältst dich wie ein ordentlicher Gefangener. Oh, der Herr ist die ganze Zeit ordentlich. Ruhe! Meine Güte, geht dieser Knilch mir auf die Nerven. Ich hoffe, wir tischen ihn bald auf. Ich habe noch kein einziges Tier gesehen hier irgendwo, außer das Schwein. Und trotzdem haben die alle, wie soll man sagen... Ah, das sieht ziemlich alt und Köpfe. Ich kann es von hier nicht... Von irgendwelchen Tieren, die sie tragen. Ich habe genug... Irgendwie... Ja, ich dachte, ich komme da irgendwie einen Alarm dran. Gucken wir erstmal, was wir für einen Bauplan brauchen. Das geht die Tiefkühltruhe. Ein Mittel, das die Herzfrequenz... Das sind die Pilze. Eine Halsfixierung ist nötig. Das lässt sich nicht... Wichtig! Ein Erfahrungsbegleiter muss alles überwachen. Genug davon. Was denn als Halsfixierung? Der Schaft ist für die Höhle.
Wo ich übrigens eigentlich mit den ganzen Dingern mal reingehen könnte. Um zu gucken, was im UFO ist. Und nein, ich habe Raupe angeklickt. Hey, können... Es muss noch... Da muss was... Möge der Schaft mit dir sein. Das lange Stück flutscht an die richtige Stelle. Ha! Der Stein passt genau rein. Nein, da... Rund und sitzt. Sind sogar zwei unterschiedliche Eier. Eine runde Sache. Das war der letzte Stein. Es tut sich was. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da kosmisches Wissen rausweht. Eher so ein modriger Geruch. Boah. Wer weiß, wie lange die Tür geschlossen war und was darin lauert. Hallo? Ich bin in der Stadt. Hey, Kommandante. Hat sich die Gruppe versammelt? Alle warten im geheimen Hauptquartier. Gut, wir sind auf uns alleine gestellt. Niemand wird plötzlich auftauchen und uns helfen. Diese Revolution müssen wir selbst durchführen. Wir haben keine Wahl. Mr. Wang ist gefährlich. Wir dürfen nicht zulassen, dass er die Peabots ausliefert. Wenn sie erst in allen Haushalten stehen und er sie aktiviert und die Geheimfunktionen so eingebaut sind, wie er es sich wünscht, und sollte es ihm dann auch noch gelingen, Faiths selbstlernende KI in die Finger zu bekommen und diese aufzuspielen, er wäre unbesiegbar. Ja, Wang hätte ein Heer von Superrobotern in jedem Haus in Amerika. Roboter, die er wie Marionetten steuern könnte. Dazu wird es nicht kommen. Wir werden es verhindern. Bis nachher im geheimen Hauptquartier. Und, Nari? Ja? Traue niemandem. Ich gehe da erst rein, wenn ich Faith bei mir habe. Irgendwie Verdammt. Muss ich sie überreden, hierher zu kommen. Ich gehe da erst... Irgendwie muss... Also kann ich da doch noch nichts machen. Ziemlich. Aber wenn man den Anzug bei der Schlucht benutzen müsste, um darüber zu kommen, dann, wäre doch komisch. Dann hätte man den euch einfärben müssen. Nein, ich... Ich glaube, da unten bin... Besser nicht. Schlamm steht. Da war ja auch nichts. Eine goldene Hotelmitgliedskarte. Damit komme ich in Ex. Welche Funktion hast du eigentlich? Hübscher Drink. Purer Alkohol. Anders kann ich die... Sie meinen das gemütliche Shop? Prost.
Den Rest kennen wir ja auch schon. Ich weiß nicht, warum das nicht angezeigt wird. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das funktioniert aber mit dir. Das lässt sich nicht... Wichtig! Ein Erfahrungsbegleiter muss alles überwachen. Genug davon. Da muss ich aber den Alarm für deaktivieren. Und da habe ich auch noch keine Idee, wie ich das mache. Ich muss weg. Ich habe gehört, dass... Wobei, das hier wahrscheinlich... Kann ich eine Audienz bei der Königin bekommen? Natürlich nicht. Die Königin hat... Warum denn? Sie sagt, sie organ... Du musst zugehen. Ruhe! Bis spät. Ich habe genug... Das ist gut, so wie es ist. Der Alarm hat auch keine eigene Öffnung. Da gehe ich doch nicht frei. Ein Foto reicht. Ja, es ist das Einzige, was ich noch machen kann. Die beiden Sachen? Das lässt sie... Die Seiten? Keine Ahnung. Der Sicherungskasten im Hintergrund ist ja... theoretisch nicht dafür. Da gehe ich doch nicht... Der war dafür, dass wir die Seitentür aufkriegen. Ich muss dringend weg. Ach! Ich komme nicht ran. Schon wieder? So kann ich nicht arbeiten. Los, zurück ins Gefängnis mit dir. So komme ich bei Ihnen nicht weiter. Zuerst muss ich diesen Geist... Das war letztes Mal schon eine Dummheit. Das muss mit Strom versorgt werden. Na, das sieht ziemlich alt und verlottert aus. In diesem Zustand leitet es keinen Strom. Ich muss ihn austauschen, nur damit es nur so aussieht, als wenn er drin wäre. Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Die beiden Sachen funktionieren. Ich habe schon ein ganzes Skelett in... Ja, ich weiß, dass du ein ganzes Skelett hast. Das ist gut. Aber wir haben die... Nee, die Wache müssen wir nicht mehr rufen, weil die Wache mich ja freigelassen hat. Also jedenfalls die Wache, die vor der Tür steht. Beim Alarm kommt eine andere Wache. Eine doofe Wache. Das hilft mir.
Wie? Besser nicht. Die beiden Sachen... Das ist gut. Ihn hochzuziehen bringt ja jetzt auch nichts. Wie? Ja. Auch nicht. Du solltest... Irgendwie... Hast du... Guter... Gute Idee. Also wenn ich irgendwas... Das hilft mir. Freiwillig gehe ich da nicht. Besser nicht. Das ist kein... Es ist ja nichts hier, was ich irgendwie verwenden könnte, um das der Person anzuziehen oder was auch immer. Die beiden Sachen... Sauber. Kann ich mit dir noch irgendwas anfangen, Emma? Nee. Bis spät. Schade, der Brunnen sieht dem ähnlich. Mit der Hand komme ich nicht. Bringt aber nichts. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal einmal probiert. Ja, der Anzug sieht halt aus wie er, aber ich muss ja auch irgendwie da jemand drin haben. Der lässt sich so... Hallo? Niemand antwortet. Mai. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Sie sieht aus, als... Aber hier wüsste ich auch nicht. Was soll ich hier machen? Die beiden Sachen... Das ist gut. Das hilft. Die beiden Sachen... Das lässt sich nicht... Das hilft mir. Und dieses trockene Brötchen, das ich seit 20 Jahren rumschleppe. Das lässt... Das hilft. Gut. Die beiden... Das... Das... Gute Idee. Eine Halsfixierung ist nötig. Die Wodkaflasche? Das lässt sich nicht kombinieren. Du warst nicht mal bei den Typen, nachdem du den Server hochgefahren hast. Das lässt... Warum du glaubst, genug ich krieg, davon. Ich krieg einen Bonus bei denen jetzt. Man kann natürlich hinfahren und gucken, ob da noch jemand arbeitet. Hey! Was denn? Der Server läuft jetzt volle Pulle. Krass! Hätte ich dir gar nicht zugetraut, Alter! Siehste, passiert nichts.
Ich muss los. Nein, das lasse ich am Ende noch fallen. Hey! Was denn? Sag mal, du zockst doch was auf dem Laptop. Gar nicht wahr. Guck! Du hast doch gerade einen Boss-Key gedrückt. Was? Den kennst du noch? Du verstehst mehr von Technik, als ich gedacht hätte. Also, Fahrten. Nie gehört. 100 Spieler werden auf einer... Können die nicht einfach eine riesige Orgie feiern? Alter, du verstehst echt nichts von Computerspielen. Da geht's ums Killen, nicht um Sex. Was genau machst du hier? Ich bin der technische Leiter. Du hast sicher viel Erfahrung. Klar, Alter. Was meinst du, wo ich mich schon alles rangehackt habe? Der Stromausfall? Letztens in New Lost Wages? Alter, das war... Aber es gibt... Ja. Hä? Ja, ja, ja. Ich muss... Nein, das lasse ich... Das hängt da... Alter, was soll ich denn mit sowas? Ich glaube nicht, dass er das braucht. Das Doch. Ist keine... Das wäre das perfekte Geschenk für ihn. Und noch mal ein Energy Drink, werde ich den wahrscheinlich auch nicht verscherbeln können. So, der Server ist optimiert. Ha! Ich wusste doch, dass auf Docs Verlass ist. Ich hab das gemacht. Natürlich. Und Humor hast du auch. Ich kann Sadie verstehen. Ich sehe... Ich bin kein... Ich lasse sogar die Finger von Waffen... Die Besser nicht. Ich glaube, das frisst er nicht. Das würde ihm nicht gefallen. Was für ein Federding hinter ihm. Hinter ihm kann ich nichts mitnehmen. Das sind die Markierungen für Interaktion hier im Raum. Sonst ist hier nichts. Und hier war auch nur Schrott. Überall. Hinter dem Stehen ist ein Plastikhaufen, da kannst du nichts mitnehmen. Haben wir schon versucht. Der Vogel frisst doch schon was. Das würde ihm... Die beiden Sachen funktionieren... Wahrscheinlich... Das ist doch schon gelöst. Ist denn der Stein in der Vitrine geblieben? Was, dieses goldene Dings da? Genau. Das ist nicht mehr da? Nein. Sicher? Sicher. Sowas. Wer hat nochmal das Goldstück aus der Vitrine gestohlen? Die hat was von einem Ubu? Ja, ja. Bleib lock. Den Energy Drink habe ich den gebracht. Da springe ich nicht. Ich kann auch keinen neuen holen, um den irgendwie zu vergiften. Ach, die Logik kommt zuletzt. Oder auch nie zustande. Nein, ich kann nicht das Kissen der Vitrine nehmen.
Mein Freizeitanzug gefällt mir ins... Ich packe dann erst halt wieder alles... Sie sehen nicht benutzt. Ich sollte Swingles... Ja, und sonst kannst du nichts mitnehmen hier. Bei der Aussichtsplattform war der Automat, aber der hat das Geld nur wieder rausgegeben. Ich werde nicht daran rütteln und... Alte Larry-Regel, wenn man nichts reinsteckt, kann auch... Kann nichts rauskommen. Das ist gut. Ich lasse die Pflanzen besser. Der Samen scheint das Beet richtig sprie... Das lasse ich da stehen. Macht mich echt fertig. Die Logik ist nirgendwo. Hier ist auch null. Außer ein Zug, der in den Tunnel reinfährt, um die Romantik des Büros voranzubringen. Ich halte da nicht die Hand rein. Das hilft mir nicht. Ach, Bobby, hast du eine Idee? Na. Du siehst so aus, als wolltest. Wobei. Das heißt also. Das heißt. Danke. Ich aber nicht. Dein Problem. Ich gehe. Wenn sie so. Die kann ich nicht öffnen. Na, das muss ich nicht anfassen. Die kann ich nicht. Mit welcher Leiche im Sarg? Wir haben mehrere Leichen im Sarg gehabt. Da haben wir alle Sachen mitgenommen. Vielleicht muss ich ja, weiß ich nicht, doch noch über den Graben zurück, wo das Schwein irgendwo ist. Die beiden Sachen... Das ist gut. Können wir noch mal einen Becher holen? Oh, verdammt! Das... Oh, ne. Die werden sie... Ich nehme einen mit. Man kann ja nie genug Becher haben. Ach, ich weiß doch auch nicht. Wisst ihr, früher... Nein, war das mir einfach. Ist gerade nicht nach einem Becher Kaffee. Haben alle immer gelacht. Hm. Weder hat da jemand irgendwie Anspruch ich sollte gehabt, zum Arzt gehen. Noch hat es einen Shitstorm in diesem verfluchten Internet gegeben. Hab schon eins. Da war man halt einfach nur witzig. Aber heute, entweder soll es anspruchsvoll sein, oder man darf keinen verletzen. Soll ich vielleicht Witze über Weiße machen? Hey, kann ich. Kein Problem. Oh, Entschuldigung. Der Frau im Pool schwarze Punkte machen. Das hilft mir nicht. Und dann wäre es weg. Da steht alles Mögliche über Raumschiffe, Aliens. Ich hänge wirklich fest. Ich habe auch keine Idee, großartig. Danke. Ich glaube, die sind beide identisch. Mhm.
Dafür müsste ich über die Schlucht kommen. Da ist ein... Das muss... Oh nein, ich dachte immer... Ja. Du kannst... Das, oh, und, guck. Der ist an einen Wild... Ja. Besser nicht. Da habe ich ganz kurz gedacht. Ich muss bei der doofen Kuh den Schwimmreif wegnehmen. Aber komme ich ja auch nicht ran. Die beiden Sachen. Das lässt. Das will ich nicht entsaften. Ja, weil ich die essen muss und nicht entsaften. Aber bis jetzt war eigentlich immer alles relativ in der Nähe. Die beiden Sachen. Das ist gut. Die Nerds warten nur darauf, dass ihre Prinzessin kommt, die niemals kommen wird. Die Pflanze wird untersucht. Da war auch nichts mehr zu holen. Am Busch waren wir auch. Ich sollte besser... Was? Ach so. Nee. Ist alles in Ordnung mit dir? Du guckst die Pflanze so komisch an. Och... Du überlegst doch nicht, da reinzuklettern, oder? Überhaupt nicht. Und jetzt lass mich in Ruhe. Ich muss hier wissenschaftlich arbeiten. Ich lasse sie besser in Ruhe arbeiten. Danke, heute trage ich keine menschlichen Überreste rum. Ich lasse sie besser... Naja, jemand anders hat da auch lange drin gelebt. Also warum nicht? Einziehen will ich nicht. Kuschelig. Ich muss weg. Buddeln bei anderen Gräbern? Einfach alle ausgraben? Ich habe gen... Das hilft mir. Das hilft mir. Besser nicht. Das würde ihr best... nein. Ohne Grund buddel ich hier nicht. Ich will die Toten... Dafür... Ich hab schon oft ge... Schon vergessen, dass ich keinen Körper habe? Die beiden Sa... Ein bisschen schon. Darauf steht etwas. Instant Draht zu den Toten. Etwas, das Wachs um... Ich sagte doch, begrabt mich an der Biegung des... Huhu, Schwester. Ich muss weg. Das ist gut so.
Wenn ich wenigstens irgendwie eine Puppe zusammenzimmern könnte oder was auch immer. Aber das gibt's ja nicht. Boah, ich brauche doch das männliches Skelett. Weit. Aber wie soll ich da rankommen? Das hilft mir nicht. Besser nicht. Gute Idee. Die beiden Sachen. Das hilft mir. Gute. Die beiden Sachen. Das lässt. Das hilft. Gute. Die beiden. Das lässt. Das hilft. Gut. Die beiden. Das. Ah! Das ist zu weit weg. Oh, ein Männerskelett. Ja, Lama-Lager hat keinen eigenen Zielpunkt, beziehungsweise kein eigenes Icon. Zum Interagieren. Das verspricht mir keine Genüsse. Und plötzlich stehe ich im Gefängnis und bin wieder draußen. Da gehe ich doch nicht freiwillig raus. Die beiden Sachen. Ich glaube nicht, dass er das. Da gehe ich doch nicht frei. Da habe ich auch irgendwas unter Wasser vergessen. Die Pilze brauche ich für mich selbst. Ah, ich weiß jetzt auch nicht. Ich glaube, ich mache wirklich einfach einen Break, weil ich komme hier gerade kein Stück weiter.